kann sein, dass der Prüfer dich fragt, warum fragen sie? Und dann sagst du ihm natürlich halt, ja, wegen vorne ist verboten, ne? Anlieger frei. Mit ihr ist ein bisschen tricky, weil sie da steht. Keine Ahnung. Dann wartest du. Ja, klar. Aber jetzt pass auf, jetzt wird es ein bisschen spannend. Langsamer mal. Der Prüfer sagt, wir fahren geradeaus weiter. Geradeaus ist für dich ja ganz klar, da vorne. Aber hier rechts kannst du gar nichts sehen. Das heißt, du musst so langsam hier rein und die ganze Zeit den Kopf nach rechts haben. Bis du halt ausschließen kannst, dass hier rechts vor links einer kommt. Vor mir aber halt der Vorfahrt auch, oder? Ja, wenn die von vorne kommen, dann gilt halt rechts vor links. Ne? Vor die ganzen Viecher hier. Genau. Und hier ist dann das rechts vor links, ne? Schepperst du vorbei, ohne den Fuß an der Bremse zu haben, dann dedem. Dann fahren wir die nächste rechts. Was manche Fahrsteller hier machen, ist, die gucken nach links. Das kannst du machen, einmal, ob dein Fahrrad kommt oder nicht, aber am Ende des Tages ist das ja auch wurscht, weil rechts vor links ist rechts vor links. Sicher dich immer noch einmal an der Seite ab, ne, weil du ja wieder die, so dein Fahrzeug bewegt hast und immer abchecken, dass da kein Roller oder irgendwas ist. Genau. Ganz rechts rüber. Jetzt musst du Reihenfolge machen. Innenspiegel, Außenspiegel, Schulterblick, Blinker. Weil er halt komplett auf der Straße steht. Ruhig langsamer, weil direkt noch spannender danach hast du direkt halt rechts vor links. Ne? Oh, die hat einen Helfer. Irgendwas. Ja. Am Ende links. Auf deiner Seite hast. So, und jetzt, um wieder an dem vorbeizufahren, wieder Spiegel, Spiegel, Seitenblick. Korrekt. Und wenn die halt ganz auf der Straße stehen, dann blinke auch. So, einer der Gründe. Rechts oder links? Ja, sehr gut. Wir fahren dann rechts weiter. Kommuniziere einmal mit ihr, ich glaube, sie hat nämlich Schiss. Oh ja, kann sein, dass der Prüfer dich fragt, warum fragen sie? Und dann sagst du ihm natürlich halt, ja, wegen vorne ist verboten, ne? Anlieger frei. Und dann ist halt wichtig, dass du da direkt fragst. Rechts oder links, genau. Schön locker in die Kurve, dass das passt. Richtig gut. Fahren wir links. Zack, zack. Genau. So. Ich soll wieder atmen. Die Masken ist echt schlimm. Ist echt übel. Ja. Vor allem, wenn du noch so die ganze Zeit laberst, so wie ich dann immer irgendwann, dann bist du schon high von deinem eigenen CO2 hier. Dann fahren wir rechts weiter. Versuch klarer zu machen. Zack, zack, zack. Weil du bist schon wieder dabei, so, weißt du, das in einem Move zu machen, dass der Prüfer das gut auseinanderhalten kann.
ja so groß und breit ist, dass jeder denkt, ja okay, 50 geht auch auf jeden Fall klar. Genau, Fuß muss auf der Bremse sein bis hierhin. Bis ungefähr zur Mitte der Straße. Jetzt stehen die mal rückwärts hier drin. So. Ich habe mich einmal Vorfahrt, weil die hinter das auf links sind. Auch, genau, vor den, also da war es Vorfahrt. Vorfahrt hier auch an der Kreuzung. Und da ist der Bordstein. Also ja, abgesenkter Bordstein. Jetzt sowieso genau, aber viele checken das nicht. Weil die wahrscheinlich irritiert sind, weil die Polizei geblitzt hat. Alrighty, dann fahren wir in den Kreis rein und die dritte wieder raus. Du kannst dir jetzt schon gefallen, du musst auf die Brücke gucken. Wenn da kein Auto kommt, hast du gute Karten. Dann, das ist schon wieder vorausschauend, weißt du? Dann ist jetzt alles gut. Unglaublich, nichts los hier. Fast wie Freitagsnacht. Zebrastreifen hier rechts, links spotten, ob da jemand kommt und dann rechts weiter. Hier rechts schon. Langsamer, Spiegel, Blinker, Schulterblick. Ja, hier ist die Straße. Wenn das in der Prüfung passiert und der Prüfer nochmal sagt, hier vorne die Straße, oder versuch wach zu werden. Ne? Nicht, dass du sagst, ja, alles klar, da hinten, die kenne ich doch. Ne? Mhm. Und dann, wenn er dann zwei, dreimal sagt, so, ja, wir wollen die nächste rechts, ja, hier vorne rechts, ja, die ist rechts. Dann, oh. Manchmal kommt auf den Prüfer an, dann kann ich das aber auch sagen. Dann kann ich sagen, hier, ich glaube, wir meinen die Straße. Aber das kommt tatsächlich auf den Prüfer an. Bei manchen darf ich nicht mal zucken. Hinter dir gut beobachten. Da oben kommt das magische Schild, das blaue, siehst du es? Mhm. Gut, halte dich äußerst rechts, der hinter dir wird dich wahrscheinlich überholen. Genau, ohne Gas jetzt, denn jetzt ist nur noch 4 bis 7 km/h. Okay, und wir werden jetzt hier umkehren. Okay. Ja, also bleib mal kurz stehen einmal. Einmal kurz stoppen, dann kann er nämlich hier vorbei. Mhm. So, und dann würde ich vorschlagen, wir können hier. Ja, und dann rückwärts hier. Das geht. Warte, warte, stopp. Zum Anfahren musst du wieder die, so. Genau, die Show machen. So, dann jetzt im Prinzip Blinker rechts, dass jeder checkt, du wirst gleich rückwärts da rein. Genau. Ja. Haben wir Zeit, ich lasse am Zimmer. Jetzt denken 99,9% der Schüler, alles klar, jetzt kann ich wieder Gas geben. Und dann hast du natürlich verloren. Ne? Also wirklich oben links ist das Schild halt. Ne? Mhm. Warten, bis das Schild vorbei ist. Also 7 km/h. Genau, so 4, 7, 10 ist auch noch okay. So, aber ab jetzt kannst du halt ein bisschen drücken. Jetzt ist okay, jetzt ist wieder 30 im Prinzip. Wir sind ja generell in der 30-Zone gewesen. Mhm. Aber verlassen wir den nicht automatisch mit dem blauen Schild? Oder? Nein, nein, nein. Das blaue Schild sagt dir nur, alles klar, du bist jetzt auf einer Spielstraße im verkehrsberuhigten Bereich. Und ist der verkehrsberuhigte Bereich zu Ende, sagen die nur, alles klar, verkehrsberuhigter Bereich ist wieder zu Ende. Aber die Zone 30 ist davon unangetastet. So, jetzt ist klar, jetzt kommt die ganze Geschichte, genau. Fahren dann rechts weiter.
jetzt machen wir was Komisches. Wir fahren erstmal geradeaus weiter. Okay. Also erstmal ein bisschen links bleiben wegen dem Radweg auch. Dann nach links. Genau, und dann fahren wir nach links. Steht wohl schon länger hier. Mika. So, was jetzt? Wo fahren wir lang? Nach rechts. Und das Schild oben? Auch gesehen. Okay. Dann trotzdem blinken. Genau. Und der Grund, warum der Prüfer hier reinfährt, ist eigentlich, weil er einfach nur deine Spiegelbeobachtung sehen will. Jetzt hast du Glück, hier parkt jetzt nicht ein einziges Auto, aber in der Woche ist hier was im Kindergarten oder so, man steht hier einer da, einer da. Krankenhaus oder sowas. Genau. Kontrolliert die ganze Zeit dann hier, Spiegel, guck, was du gucken kannst, weil das ist der Grund, warum der Typ hier ist. Vorfahrtgewehren hier, weil eigentlich verlassen wir den verkehrsberuhigten Bereich und da hast du nie Vorfahrt. Mhm. Und deswegen das Vorfahrtgewehren kannst du dir normalerweise hier schenken, aber da haben wir wohl ein paar nicht so ganz verstanden, deswegen ging das nochmal hier. Wegen dem Zebrastreifen. Einmal checken und dann kannst du weiter. Du hast Vorfahrt hier, alles cool. Aber denk dran, manchmal kommen die mit so einem E-Bike über den Zebrastreifen geballert. Und wenn die dir so deine Prüfung zerschießen, dann beißt du ins Lenkrad, weil das ist ärgerlich. Damit dir das einfach nicht passiert, sei nur bremsbereit da. Ja, natürlich dürfen die das nicht, aber das interessiert am Ende des Tages halt niemanden. Ne? Hier das Gleiche, nimmst einfach kurz Gas weg, guckst einfach weit rechts, weit links. Sieht gut aus. Was geht heute noch? Nichts Besonderes. Bei uns ist ja immer noch Oma. Ach so, jo, die ist noch dazwischen. Morgen wird gegrillt wahrscheinlich, weil schönes Wetter auch ist. Ja, soll richtig gut sein. Ne? Montag, Dienstag soll auch wieder 30 Grad werden. Ne? Warum streame ich über Twitch? Manchmal, wenn ich über YouTube streame,
ist es einfach im Chat eine Vollkatastrophe. Da sind viele Vollidioten unterwegs. Da hast du keinen vernünftigen Chat, da können sich die Leute nicht unterhalten. Und dann Twitch ist irgendwie eine coole Stream-Plattform. Die Qualität an Zuschauern auf Twitch ist deutlich höher. Okay. Sind nicht so viele, aber wenn auf YouTube irgendwie manchmal 200 Leute gucken, sind davon 50 Vollidioten. Ja. Und dann schreibt einer, oh, geile Piep oder zeig mal Piep und Piep. Und das würde ich gerne mal Piep. Und dann denkst du dir, was ist das denn? Ja, die ganze Woche soll das auch nicht sein. Ja. Ich kann wieder die Brille anschmeißen, auf jeden Fall. Das ist gut. Guck mal jetzt, versuch den Radweg freizulassen, weil du kannst. Was ist das für ein crazy Auto? Ja, nur sei ich unterwegs. Ein bisschen links. Maschine, ey. Sogar eine Parkscheibe vorne drin. Guck mal, so wie er steht, so steht er richtig. Siehst du das? Mhm. Check hier mal den Spiegel, dass das passt. Mhm. Hallo. Hey, das ist der Martin. Und wenn du rausfährst, einfach wieder die Beobachtung mit reinpacken. Das ist halt gut für den Prüfer. Wenn der merkt, du siehst das, pass darauf auf. Genau. Lassen praktisch die Vorfahrtstraße nach geradeaus. Ruhig ein bisschen langsamer. Mhm, weil ich muss ja hier gucken. Ja, genau. Mit ihr ist ein bisschen tricky, weil sie da steht. Mhm. Keine Ahnung. Okay. Dann fahren wir links weiter. Schöne große Kurve machen. Fährst. Das ist halt wichtig, ne? Dass wenn irgendjemand von seiner Garage einfach kommt, irgendwas, dass die Spur halt frei ist, dass das passt. Ja. So. Hier das kann ich nichts sagen. Nur nach links. Genau. Aber bleib ganz rechts. Mhm. Weil wenn jemand von rechts kommt, nur eine Option, ne? Aber lass dir Zeit, weil geradeaus sind wir halt kein Anlieger. Einbahnstraße verkehrt rum, bockt nicht. Könnte ich mir vorstellen. Genau. Und dann fährst du halt jetzt mittig. Fahr ruhig mittig, nicht so weit rechts rüber. Genau, Spiegel links gucken. Genau. Links da. Pass auf die Fahrradfahrerin. Erstmal auf hier. Mach nicht. Aus zwei Gründen. 1,50 Abstand zu ihr, 1,50 Abstand zu ihr. Kannst du beides nicht einhalten. Dann fahren wir rechts weiter. Wenn du das gemacht hättest, da hättest du also in der Prüfung, der Eindruck wäre negativ gewesen. Weil das so aussieht, als würdest du dich überall durchquetschen wollen. Und du musst halt sicherstellen, dass der Prüfer dir vertraut und am Ende das Ticket gibt. Das macht er, wenn du einen Abstand von 1,50 einhältst. Wenn du den nicht einhalten kannst, angenommen jetzt kommt von vorne ein Fahrrad dir entgegen, bleib einfach stehen. Weil wenn das Fahrrad dann sich durchquetscht, okay, aber du hast dann keinen Fehler gemacht. Ist ein bisschen sinnfrei, aber ist dann am Ende so. Und dann rechts weiter. Straße, wir reingefahren sind.
Nee. Okay, dann musst du so langsam reinfahren, dass du oben die Schilder abchecken kannst, weil das ist eine Einbahnstraße. Wenn du das nicht siehst und der Prüfer sagt zu dir, jo, wir wollen die nächste Straße links und du ordnest dich nicht links ein, dann hast du vielleicht noch eine Chance, bei der zweiten bist du raus. Check direkt jetzt schon wieder Spiegel, Blinker links, genau, und dann ganz links rüber, so an den Radweg dran, so ist alles gut, so erkennt er, dass du es erkannt hast. Dann schön locker rum, große Kurve und direkt Einbahnstraße zu Ende hier, ne? Also nur für das Stück. Und praktisch testet er das von dieser Spur, links abbiegen, zu dieser Straße links abbiegen und sagt dann, alles klar, nächste Straße wollen wir wieder links. Machen wir jetzt auch. Genau, aber wenn du jetzt gepennt hast und denkst, das ist auch eine Einbahnstraße, dann gehe ich ganz links und dann ist Prüfung ja zu Ende, ne? Jetzt wichtig, so langsam wie es geht. Nicht pushen, lass dir viel Zeit. Ja, genau. Ich glaube, jetzt kannst du schon volles Rohr einschlagen, genau. Das ist gut, so wie du jetzt guckst, ist spitze. So dass wir wenigstens noch so durchgehen können. Dann einmal auf P. Jo, Maschine aus. Läuft. War gut. Ja, hat Spaß gemacht auch. Du bist auch ganz schön schnell gefahren. Ja, 180, 185. Ja, genau. Ja, irgendwann dann fängt das Schild oben an. Die Magnetkraft lässt dann nach. Und bevor die anderen dann das Puzzle aufsammeln müssen. Was mir gut gefallen hat, ist, dass du das ruhig gemacht hast. Also, dass du nicht vorher schon Paranoia hattest, sondern dass wir einfach draufgefahren sind und das hast alles so Step by Step gemacht. Step by Step ist aber auch wichtig, das hast du ja gemerkt, manchmal bei diesem Spurwechsel, dass du das für dich
wirklich Schritt für Schritt abklapperst, nicht, dass da das draus wird. Mhm. Weil das ist dann so Spiegel, Spiegel, alles klar, kommt keiner. Wenn dann doch mal einer kommt, bist du am Arsch. Mhm. Es gibt halt Leute, die fahren tatsächlich so, wie mein Kumpel Vito auch, die fahren mal 320, 330, die siehst du nicht lange im Spiegel. Mhm. Die sind da irgendwo hinten am Horizont und wenn du dann denkst, ja passt, und dann wechselst du rüber, dann whap, und dann beschleunigst du auch direkt mit, unfreiwillig. Um das zu vermeiden, beobachte einfach eine Sekunde länger. Mhm. Dann hast du, damit man sieht, wie schnell da ist. Genau, dann ist dein Sicherheitsfaktor doppelt so hoch. Mhm. Und du brauchst dir keine Sorgen machen, dass es dann irgendwann mal spannend wird. Und wenn du das länger beobachtest, dann ist auch das Problem weg mit, du hattest ja zwei, drei Mal dann 80 km oder 120, du warst aber noch beim Überholen und dann links, rechts, es war halt too much. Mhm. Wenn du da einfach nur eine Sekunde länger guckst, dann findest du die richtige Lösung. Mhm. Das ist so das Einzige, wo ich dann sagen würde, da müssen wir dann beim nächsten Mal oder so nochmal dran. Ansonsten hat mir das gut gefallen. Haben wir die nächste Stunde haben wir schon ausgemacht, ne? Ja, Freitag glaube ich jetzt. 18 Uhr. Freitag 18 Uhr. Dann Samstag 8.30 Uhr und Montag 18 Uhr. Alles klar, dann sollten wir Freitag, erinnere mich mal dran, nochmal schauen, dass wir dann schon die nächsten Stunden wieder planen. Mhm. Dann würde ich sagen, pass auf dich auf, schönes Wochenende und dann sehen wir uns Freitag 18 Uhr wieder. Freitag 18 Uhr, alles klar. Dann bis Freitag. Okidoki, bis Freitag, hau rein. Ciao, ciao. Ciao, ciao. So, 5, 4, 7, jetzt muss ich aber rechnen. Das ist ja, wer kann das denn im Kopf rechnen? 54.049 Kilometer sind wir gestartet und geendet bei 54.127. Das macht 78 Kilometer haben wir gemacht. Halleluja, mein Sohn. Halleluja, mein Sohn. Ganz schön schnell gefahren ist er, oder? Aber ich fand's ganz cool. Ich hoffe, also erstmal danke fürs Zuschauen und so, ne? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, liken und abonnieren, Freunde. Könnt mir gerne auch auf Twitch folgen. Ich stream zwischendurch mal Fahrstunden auch hier aus dem Auto. Und auch den Theorieunterricht und so, wenn ihr da Bock habt. Rob_D. Yes. In diesem Sinne, schönes Wochenende. Passt auf euch auf. Bleibt gesund. Wir sehen uns. Tschüss.